إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meine ehrenwerten Geschwister, wir sind bereits bei der letzten Unterrichtsreihe von dieser großartigen Biografie unserer edler Gesandter Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns mit Aufrichtigkeit in unseren Aussagen und Taten versorgt. Denn das ist das, was dem Diener im Diesseits und im Jenseits nützt. Wir haben bereits beim letzten Unterricht angefangen mit Wafatun Nabi sallallahu alayhi wa sallam, der Tod unserer edler Gesandter Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und haben wir einige Ereignisse geschildert, einige Ereignisse, die vor dem Tod unserer edler Gesandter sallallahu alaihi wasallam stattgefunden haben. Und auch ein wenig haben wir angefangen, was geschehen ist kurz nach dem Tod des Gesandter sallallahu alaihi wasallam. Und wir sind stehen geblieben bei der Ansprache von Abu Bakr as-Siddiq radiallahu an, die er zu den Gefährten des Gesandten sallallahu alaihi wasallam kurz nach dem Tod des Gesandten sallallahu alaihi wasallam sie gehalten hat. Und unterdessen rezitierte Abu Bakr as-Siddiq radiallahu an die Wörter Allahs, die Wörter unserer Schöpfer Allah subhanahu wa ta'ala. Und dies zeigt ohne Zweifel die Erziehung, die ihnen unsere edler Gesandter sallallahu alaihi wasallam gegeben hat, dass sie sowohl in guten Zeiten, in Zeiten yani des Raha, yani des Wohlergehen, und auch in Schidda, in Zeiten der Schwierigkeiten, in heftige Zeiten, dass sie immer zurückkehren zum Buche Allahs und die Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, denn darin ist die Errettung, darin ist die Errettung von dieser Gemeinschaft, die Gemeinschaft von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und Abu Bakr as-Siddiq radiallahu an, er zitierte der folgende Vers: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ إِنْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. الله تعالى sagt, Muhammad ist nur ein Gesandter. Schon vor ihm gingen die Gesandten dahin. Und ob er stirbt oder getötet wird, werdet ihr auf euren Fersen umkehren bzw. rückfallen. Und wer auf seinen Fersen umkehrt, nie mehr schadet er Allah etwas. Und Allah wird wahrlich die Dankbaren belohnen. Allah wird wahrlich die Dankbaren belohnen. Als kleine Faida, als kleiner Vorzug, erwähnen wir den Tafsir zu dieser Ayah. Einige Abschnitte von der Tafsir von Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah, in dem Sheikh Sa'di rahimahullah
bei diesem Vers von Surat al-Ali Imran 144 sagte Sheikh Sa'di rahimahullah, ey ar-Rusul leysu bimukhalledin, yani die Gesandten und die Propheten sind nicht ewig, sie werden nicht ewig auf dieser Erde verweilen. Wa leysa baqa'uhum shartan fi imtithali awamirillah. Und ihres Bleiben, das Bleiben der Gesandten ist keine Bedingung, keine Voraussetzung, damit man die Befehle Allahs umsetzt. Vielmehr ist der Pflicht auf die Gemeinschaften, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine anbeten. Fi kulli waqtin wa bi kulli halin, zu jeder Zeit und in jeder Situation. Das ist der Wajib, der Pflicht auf die Gemeinschaften und auch der Pflicht der Gemeinschaft des Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Yani die Anbetung zu Allah subhanahu wa ta'ala, die Verwirklichung des Tawhid geht weiterhin auch nach dem Tod unserer edler Gesandter Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Denn dies ist, yani diese Religion ist nicht verbunden mit der Bleibe der Propheten und mit der Bleibe der Gelehrten, die Erbe der Propheten sind, sondern sie wird weiterhin bestehen, bis Allah, yani, die Yawm al-Qiyama eintreffen lässt. Und auch Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah sagt noch dazu: وفي هذه الآية أعظم الدليل على فضيلة الصديق الأكبر أبي بكر وأصحابه. Und in diesem Vers ist ein gewaltiger Beweis, ein gewaltiger Argument für die Vorzüglichkeit von dem großen, wahrhaftigen Abu Bakr radiallahu an und seine Gefährten, wa hum sadatu shakirin. Sie sind, yani die Sahaba ridwanullahi alayhim, sind die Führer der Dankbaren. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte am Schluss des Verses, wa sayajzillahu shakirin. Und Allah wird wahrlich die Dankbaren belohnen. Und Sheikh Sa'di rahimahullah sagt, yani, die Sahaba ridwanullahi alayhim, humus sada'tu shakirin, yani, sie sind die Führer, sie sind die Elite der Dankbaren, die Dankbarkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala verwirklicht haben. Nachdem Abu Bakr as-Siddiq radiallahu an Siddiq al-Akbar dieser Vers rezitierte, dies kam den Anwesenden, den Sahaba ridwanullahi alayhim, als hätten sie nie zuvor diese edle Vers gehört und als hätten sie nicht gekannt, als wäre dieser Vers zu jenem Moment offenbart. Und Abu Bakr radiallahu an, als er ihn vortrug vor den Anwesenden in Masjid al-Nabawi, so wurde danach dieser Vers überall in Medina verbreitet, in der Moschee, außerhalb der Masjid Nabawi, in den Häusern von den Sahaba, auf den Märkten, auf den Wegen in Medina, wurde überall dieser Vers, yani, vorgetragen, wurde dieser Vers, yani, rezitiert. Und die Sahaba, ridwanullahi alayhim, als sie begriffen haben, dass der Gesandte, sallallahu alayhi wa sallam, gestorben ist, sie weinten ein heftiges Weinen und sie waren sehr, sehr traurig für den Tod des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und dies, yani, zu Recht, yani, sie weinten
Und diese Traurigkeit, die sie ergriffen hat, sie war zu Recht. Denn diese Heimsuchung, dieser Verlust war gewaltig. War gewaltig. Und es bleibt auch ein gewaltiger Verlust für die Muslime bis zum jüngsten Tage, der Tod des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und wie Sheikh Arafat hafizahullah sagte, dass einer von den arabischen Poeten gesagt hat, alle Heimsuchungen werden leicht, wenn man die Musiba, diese Prüfung, diese Unheil mit einbezieht. Und die Wahrheit hat derjenige, der diese Aussage getätigt hat, gesagt. Yani die Musiba, der Unheil, der Mensch davon getroffen wird, wenn man diese Musiba, der Tod des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, mit einbezieht, wird diese Musiba als Trost für ihn sein, wenn er bedenkt, wie gewaltig ist der Verlust unserer edler Gesandter Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich mag mich erinnern, als der Al-Allama Sheikh Zayd rahimahullah, Zayd al-Madkhali rahimahullah, als er gestorben ist, am Abend oder einen Tag danach hatten wir Unterricht mit unserem edler Sheikh Al-Allama Al-Faqih Sheikh Ubaid hafizahullah, und dann wurde Sheikh Ubaid hafizahullah auf dem Tod von Sheikh Zayd rahimahullah angesprochen, und während Sheikh Ubaid hafizahullah über den Verlust vom Sheikh Zayd rahimahullah sprach, erwähnte Sheikh Ubaid hafizahullah der Tod des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, dass man diese Tatsache vor den Augen führt und dass man sich bewusst ist, wie gewaltig war der Verlust des Tod unserer edler Gesandter Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und auch der Übel, der nach dem Tod des Gesandten sallallahu alaihi wasallam sich verbreitet hat, dies ist auch dazu noch zu erwähnen. Was angeht die Ablehnung von Umar al-Faruq radiallahu an, dass er ablehnte, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam nicht gestorben ist, dies ist nicht gemeint. Man darf nicht meinen, dass Umar radiallahu an das Sterben des Gesandten sallallahu alaihi wasallam ablehne, dass er niemals sterben wird. Nein, auf keines Weges ist dies die Absicht von Umar al-Faruq radiallahu an. Seine Absicht hier war, dass er hier zu dieser Zeit wollte nicht wahrhaben, dass unser edler Gesandter Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestorben ist. Und dies eben, weil Umar radiallahu an, wie er schon erwähnte, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn nicht nehmen wird, bis der Gesandte sallallahu alaihi wasallam die Munafiqun beseitigen wird. Und dies zeigt auch die gewaltige Liebe von Umar al-Faruq zu unserer edler Gesandter Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sogar für das Sterben des Gesandten sallallahu alaihi wasallam wurden die Pflanzen traurig. Für das Sterben des Gesandten sallallahu alaihi wasallam wurden sogar die Pflanzen traurig. Und wir sollen nicht seine Gefährten und ihre Herzen nicht traurig sein über diese gewaltige Verlust für das Sterben unserer edler Gesandter Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und bevor der Gesandter sallallahu alaihi wasallam ein Mimber bekam,
Er hielt seine Predigten auf einem Holz. Als dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam dieser Minbar zur Verfügung gestellt wurde, von diesem Schreiner in Najjar, von diesem Schreiner in Medina, als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam seine Predigten weiter auf sein Minbar hielt, dieses Holz, worauf der Gesandte sallallahu alaihi wasallam seine Predigten zuvor hielt, wurde traurig. Denn die Pflanzen und ein Holz wird traurig und wir sollen die Herzen der Gefährten, unser edler Gesandter sallallahu alaihi wasallam, nicht traurig sein. Am Tag, an dem der Gesandter sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, eben es war am Montag. An einem Montag ist unser edler Gesandter sallallahu alaihi wasallam gestorben. Und am selben Tag, an diesem Montag, wurde dem Abu Bakr as-Siddiq radiallahu an der treue Schwur geleistet. Und somit war Abu Bakr as-Siddiq radiallahu an Khalifatu Rasulillah. Abu Bakr radiallahu an dadurch wurde Khalifatu Rasulillah. Und die Sahaba Ridwanullahi alayhim, sie waren sich einig. Das ist Ijma'u Sahaba, Konsens der Sahaba Ridwanullahi alayhim, dass Abu Bakr radiallahu an der Khalifa sein wird. Und diese Sache, dass Abu Bakr radiallahu an als Khalifa eingesetzt wurde von den Sahaba Ridwanullahi alayhim mit Konsens, diese Sache wurde erledigt, bevor die Sahaba Ridwanullahi alayhim mit der Vorbereitung der Janaza des Gesandten sallallahu alayhi wasallam angefangen haben. Und damit zeigt sich ganz klar und deutlich, wie gewaltig ist diese Angelegenheit. Wie gewaltig ist die Angelegenheit des Herrschers, dass nicht ein Tag vergeht, ohne dass man im Obhut eines Herrschers ist. Und die Sahaba Ridwanullahi alayhim, die in der Madrasatun Nabawiyya erzogen wurden, sie wussten die Wichtigkeit dieser Angelegenheit. Sie wussten mit Gewissheit die Wichtigkeit dieser Angelegenheit, die Angelegenheit des Herrschers, und somit sie beeilten sich schon am selben Tag, nachdem der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gestorben war, diese Sache zu erledigen und einen Khalifa festzusetzen. Und dies war Abu Bakr as-Siddiq radiallahu an. Und dies zeigt die Wichtigkeit dieser Angelegenheit. Und die Sahaba ridwanullahi alaihim, sie handelten nicht mit ihren Emotionen, wie die Ikhwanul Mufsidun uns verkaufen wollen. Und zwar, sie sagen mit irgendwelchen Parolen, sie sagen mit irgendwelchen Slogans, ja, außer der Gesandte Allahs und boykottiert Frankreich und macht dies und macht jenes. Alles mit Emotionen, und dann sind die Ersten, die Ikhwanul Mufsidin, Khawanatul Muslimin, die dahin gehen und machen schön Aufnahmen und machen schön Interviews und so weiter und so fort. Und sie treten mit ihren Füßen die Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, und sie treten mit ihren Füßen die Befehle des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, und dann wollen sie uns dies verkaufen als Liebe zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Jedoch diese Liebe ist eine erlogene Liebe. Diejenigen, die diese Sache mit der Brille, mit der Auge der Sunna betrachten, sie wissen, dass diese Leute sind nur Betrüger, die Muslime reinlegen wollen. Die Sahaba Ridwanullahi alayhim, sie bevorzugten, dass ein Khalifa festgesetzt wird. Und dann, nachdem dies getan wurde,
mit Ijma'a, dann begaben sie sich. Dann begaben sie sich, die Sahaba Ridwanullahi alaihim, am Dienstag, das heißt ein Tag nach dem Tod des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, begaben sie sich, die Sahaba Ridwanullahi alaihim, mit der Vorbereitung der Janaza. Als die Sahaba Ridwanullahi alaihim der Propheten sallallahu alaihi wasallam waschen wollten, sie fragten sich, wie sollen sie hier vorgehen? Sollen sie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam mit seinen Kleidern waschen oder sollten sie seine Kleider entfernen und dann ihn waschen? Zu damaliger Zeit und auch später ist bekannt unter den Muslimen, dass man den Toten die Kleider entfernt und dann sie wäscht. Jedoch unser edler Gesandter sallallahu alaihi wasallam hatte Besonderheiten. Und es ging hier um den Führer der Söhne Adams, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So fragten sie sich, wie sollen sie in diese Sache vorgehen? Während die Sahaba ridwanullahi alaihim in diesem Zustand waren, wie sie vorgehen sollten, ergriff sie ein Schlaf. Ergriff die Sahaba ridwanullahi alaihim ein Schlaf. So alle ihren Kien war auf ihre Brüsten. Denn der Schlaf hat sie eingenommen. Dann plötzlich hörten die Sahaba ridwanullahi alaihim eine Stimme, wo besagte, wascht der Propheten sallallahu alaihi wasallam in seinen Kleider. Und so begaben sich die Sahaba ridwanullahi alaihim, nachdem sie diese Stimme hörten, und waschten sie der Propheten sallallahu alaihi wasallam in seinen Kleider. Jetzt die Frage, wer beteiligte sich in der Waschung unserer edler Gesandter Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakr as-Siddiq radiallahu an, der schon bereits Khalifa war, und dies zeigt eben die Wichtigkeit, dass die Sahaba diese Sache davor erledigten, weil jetzt kommen die Befehle, die Anweisungen vom Khalifa zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, damit hier keine Uneinigkeit geschieht und damit hier keine Spaltung geschieht. Das ist die Wichtigkeit des Herrscher und des Wali al-Amr. Und nicht wie die Ikhwan al-Mufsidun wollen es dies machen, dass man ohne Herrscher, dass man Revolutionen macht und Demonstrationen. Nein, das ist Manhaj al-Anbiya. Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu an, der schon bereits der Khalifa war, er ordnete es an, dass die Familie, die engste Familie des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, von den Männern ihn wäscht, sallallahu alaihi wasallam. Und sie waren Ali radiallahu an, Fadl ibn Abbas radiallahu an, und es gibt Khilaf, ob Abbas, sein Onkel des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, radiallahu an, dabei war, und Usama ibn Zayd radiallahu anhuma. Es gibt Khilaf über diese zwei Sahabi, yani Abbas und Usama ibn Zayd radiallahu anhum. Jedoch was yani fest ist, dass Ali radiallahu an ihn gewaschen hat und Fadl ibn Abbas radiallahu anhuma ihm dabei geholfen hat. Yani derjenige, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam direkt gewaschen hat, war Ali radiallahu an, und die anderen Beteiligten, Ridwanullahi alaihim, Sie haben ihm dabei geholfen. Nachdem die Sahaba Ridwanullahi alaihim der Propheten sallallahu alaihi wasallam gewaschen haben, so haben sie dann seine Aura bedeckt und seine Kleider entfernt. Und dann diese Tekfin, yani dann diese in diese drei weißen Tücher umwickelt. Denn wie Al-Zahabi rahimahullah sagte, hätten sie ihn yani in seinen Kleider umgewickelt, dann wird yani der Kefin, yani diese Tücher werden sie nass und so werden sie auch unangenehm.
So entfernten die Sahaba Ridwanullahi alayhim, nachdem sie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gewaschen haben, entfernten sie seine Kleider, während sie dabei seine Aura bedeckten, sallallahu alaihi wasallam, und wurde unsere edler Gesandter Muhammad sallallahu alaihi wasallam in drei weißen Tücher umgewickelt. In drei weißen Tücher umgewickelt. Danach, nachdem sie unsere edler Gesandter sallallahu alaihi wasallam gewaschen haben und ihn in drei weißen Tücher umwickelten, danach sie beteten für unsere Gesandter sallallahu alaihi wasallam die Salatul Janaza. Und die Art und Weise, wie sie für uns, die Sahaba Ridwanullahi alaihim, für unsere edler Gesandter Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Salatul Janaza verrichteten, ist bekannt. Und zwar, sie gingen, die Sahaba Ridwanullahi alaihim, sie gingen in Gruppen ins Haus von Aisha radiallahu an und beteten ohne Imam. Yani, sie gingen zwar in Gruppen rein, gruppenweise gingen sie ins Haus von Aisha radiallahu an. Jedoch, jeder betete einzeln für sich, Salatul Janaza für unsere Gesandter sallallahu alaihi wasallam. Und dies wurde überliefert, dass Abu Bakr as-Siddiq radiallahu an wurde diesbezüglich gefragt, yani wurde Abu Bakr radiallahu an gefragt, wie sollen sie, yani für den Propheten sallallahu alaihi wasallam Salatul Janaza verrichten? So sagte zu ihnen Abu Bakr radiallahu an, dass sie yani zwar in Gruppen ins Haus von Aisha radiallahu anha reingehen, jedoch jeder einzeln ohne Imam. Und sie beteten yani, sowohl yani die männlichen von den Sahaba Ridwanullahi alaihim, als auch die weiblichen, die Frauen in Medina und auch die Kinder. Und dies alles zeigt die gewaltige Position unserer edler Gesandter Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nachdem die Sahaba Ridwanullahi alaihim, sowohl Männer als auch Frauen und die Kinder in Medina, die Salatul Janaza für unsere edler Gesandter Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebetet haben, dann kam die Angelegenheit, wo sollen sie der Propheten bestatten, sallallahu alaihi wasallam. Yani sie fragten sich, die Sahaba Ridwanullahi alaihim, wo soll der Prophet Muhammad bestattet werden? So wurde überliefert, dass Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, und damit zeigt sich jetzt yani, in mehrere Angelegenheiten die Vorzüglichkeit von Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Abu Bakr radiallahu an, er war derjenige, der die Sahaba Ridwanullahi alaihim in dieser Angelegenheit hinwies. Und zwar, Abu Bakr radiallahu an, er hatte bereits schon vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört, dass die Propheten bzw. die Gesandten, sie werden da bestattet, wo sie gestorben sind. Und damit war diese Angelegenheit ja nicht schon erledigt. Yani Abu Bakr radiallahu an berichtete ihnen, dass er vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört habe, dass die Propheten, sie werden da bestattet, wo sie gestorben sind. So entfernten die Sahaba Ridwanullahi alaihim die Matratze, worauf unsere edler Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam schlief, entfernten die Matratze und haben sie da sein Grab yani ausgegraben. Dann die nächste Angelegenheit, und zwar, wann wurde der Prophet sallallahu alaihi wasallam bestattet? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde bestattet die Nacht auf Mittwoch.
wurde unser edler Gesandter Muhammad sallallahu alaihi wasallam bestattet. Dann auch die Form. Wie war die Form des Grabes von unserem edler Gesandter Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Die Form des Grabes unserer edler Gesandter Muhammad sallallahu alaihi wasallam war Lahdun. Lahdun. Es gibt zwei Formen. Die eine Form ist die, die yani für den Gesandter sallallahu alaihi wasallam ausgegraben wurde, und die ist Lahdun. Und die andere Art, die andere Form eines Grabes ist Shaqqun. Shaqqun. Man kann sich jetzt fragen, was soll es jetzt heißen, Lahdun und Shaqqun. Lahdun, die Form, fangen wir an mit dem Form, mit der Form, womit der Gesandte sallallahu alaihi wasallam bestattet wurde. Lahdun ist folgendes: dass man ein Grab ausgraben lässt und dann seitlich des Grabes macht man sozusagen zusätzlich noch ein seitliches Loch. Und da wird der Tote auf seine rechte Seite gelegt, in diese Vertiefung rein. Es ist so eine Art wie eine Schublade. Man hat da dieses Grabes und an der Seite, die am nächsten ist zur Qibla, da macht man eine Art wie eine Schublade, seitlich eine Ausgrabung, und da wird ja der Tote seitlich gelegt. Und hinter seinem Rücken werden dann ja diese Ziegel ja gelegt, damit er sich nicht drehen kann. Und danach ja füllt man der Grab mit Erde. Das ist Lahdun. Shaqqun ist die zweite Form, die man machen kann, dass man diese Grab ausgegrabt hat und dann Mitte vom Grab noch ein zusätzliches Loch, wo der Tote reinpasst. Und seitlich von dieser Schock, von dieser Vertiefung im Grab selber, werden Backsteine bzw. Ziegeln gelegt, damit der Tote auf seiner rechten Seite liegt, in Richtung Qibla. Und dann wird über diesem Loch eine Art wie eine Bedeckung, eine Art ein Dach gemacht. Aus Holz oder Steine. Ein bisschen über die Leiche des Todes, ein bisschen erhoben. Und dann kommt die Erde drauf. Und wie Sheikh Uthaymin rahimahullah sagte, bei den beiden Arten, bei den beiden Formen der Ausgrabung, darf keineswegs dazu kommen, dass man die Erde direkt ins Gesicht des Todes reinschmeißt. Sondern man macht diese Lahdun und dann kommen die Ziegeln, die Backsteine auf der Seite, dass er nicht zurückdrehen kann. Und dann kommt die Erde drauf. Oder bei Shaqqun macht man wie eine Bedeckung drüber, sei es mit Steinen oder beziehungsweise mit Ziegeln oder mit Holz. Und dann kommt die Erde. Keineswegs darf die Erde direkt auf seinem Gesicht geschüttelt werden. Keineswegs. Denn die Würde eines Muslims ist unantastbar, sei er lebendig oder tot. Und wie ist es dann bei unserem edler Gesandter Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dies zu den Arten, zu den Formen der Ausgrabung. Und man sollte diese Sachen auch beachten bei der eigenen Familienangehörige. Denn diese Sache wird leider in unseren Ländern sehr, sehr stark vernachlässigt. Und wir sollten
diese Sunnen ja nicht wieder beleben. Und wenn man betrachtet, wenn man in Medina gewesen ist und bei einer Genese auch bei der Bestattung dabei gewesen ist, dann sieht man, dass die erste Form, die Form, wo auch der Gesandte sallallahu alaihi wasallam bestattet wurde, nämlich Lahdun, wird sie zur Zeit in Medina tun Nabawiya, in der Stadt des Propheten, wird diese Form yani, praktiziert. Wird diese Form praktiziert. Somit, wenn jemand sich nicht vorstellen kann oder was auch immer, wenn er die Möglichkeit bekäme, nach Medina zu gehen, die Masjid Nabawi zu besuchen, dann sollte er auch diese Möglichkeit dann ausnutzen und auch bei einer Janaza dabei zu sein, um zu schauen dann, wie diese Sachen yani, ausgeführt werden, denn dies ist wichtig, für jede einzelne von uns. Dann die nächste Angelegenheit, wer betrat das Grab des Gesandten sallallahu alaihi wasallam? Diejenigen, die das Grab des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam betraten, waren Abbas, Ali, Fadl ibn Abbas und Al-Lahid min al-Ansar. Yani, diese drei Sahaba, Abbas, Ali, Fadl und derjenige, der diese Grab yani, ausgegraben hat, Ridwanullahi alaihim. Und er war von den Ansar. Diese vier, sie haben unsere Prophet sallallahu alaihi wasallam im Grab, yani, im Grab gelegt. Und als die Erde über, yani, auf dem im Grab eingeschüttelt wurde, Anas ibn Malik, radiallahu an, er sagte, dass an jenem Tag, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach Medina auswanderte, wurde alles erleuchtet. Und als er, yani der Prophet sallallahu alaihi wasallam, an jenem Tag gestorben ist, alles wurde finster. Alles wurde finster. Und Anas ibn Malik radiallahu an sagte noch dazu, das war der allerfinstere Tag, den ich je in Medina erlebt habe. Das heißt, der Tag, an dem unser edler Gesandter Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestorben ist. Noch die letzte yani, Angelegenheit, und zwar, wie hoch wurde der Grab unserer edler Gesandter Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani die Erde, wie hoch reichte sie über yani der Erdboden? Imam al-Zahabi rahimahullah sagte, dass dies war eine Handspanne über die Erde. Und auch später die Gräber von Abu Bakr und Umar, sie waren auch eine gewöhnliche Handspanne über die Erde. Und das ist die Sunna, eine Handspanne über die Erde. Und nicht ein halber Meter und nicht, keine Ahnung, wie hoch noch die Marmorplatten reichen und so weiter. All dies ist neu eingeführt, Erneuerung in unserer Religion und hat nichts zu tun mit dem, womit unser Gesandter Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. Und Anas radiallahu an, dass er sagt, eben zurück zu der Aussage von Anas ibn Malik radiallahu an, dass dies war yani seine allerfinstere Tag, den er jemals in Medina erlebte, yani der Tag, an dem der Gesandte sallallahu alaihi wasallam bestattet wurde. Dies zu Recht, denn unser edler Gesandter Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der Führer der Söhne Adams. Der Gesandter Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der Führer der Söhne Adams. Und somit, meine ehrenwerten, edlen Geschwister, wir sind zu Ende dieser gewaltigen, glorreichen Biografie des Gesandten Allahs Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Und es gibt keine bessere und keine schönere Biografie. Seit die Menschheit existiert, bis zum jüngsten Tage, als die Biografie des Gesandten Allahs, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und es ist an jedem Muslim, diese Biografie, die Biografie des Gesandten sallallahu alaihi wasallam zu kennen, sie zu studieren, über sie nachzudenken und Vorzüge und Nutzen zu sehen für das tägliche Leben. Denn diese Biografie wurde von A'imma nicht verfasst, um Baraka, sie zu lesen für Baraka. Wurde sie verfasst, damit die Muslime sie studieren und davon Nutzen ziehen für ihr tagtägliches Leben, damit sie ein Beispiel daran haben. Und das ist der Beispiel unserer edler Gesandter Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Somit sollte jeder von uns diese Biografie studieren und sie begreifen und sie verstehen und sie immer wieder wiederholen. Nicht meinen und denken, ich habe sie einmal durchgemacht oder einmal sie gelesen und es ist vorbei, es ist Genüge. Nein, damit tust du dich selber täuschen, ja Abdallah. Wenn du wahrhaftig bist in deiner Sache, dann lese die Biografie des Gesandten sallallahu alaihi wasallam immer wieder. Denn darin wirst du gewaltige Vorzüge ziehen für dein Leben. Für dein Leben und damit deine Liebe zum edler Gesandter Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich stärkt. So bitte ich Allah subhanahu wa ta'ala, dass er dieser Tat von diesen Unterrichtsreihen aufrichtig für sein Angesicht macht und dass Allah subhanahu wa ta'ala unsere Liebe zu unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bewahrt und unsere Liebe auch verstärkt und dass Allah ta'ala uns von seinen Folgern macht, von den Folgern des Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und uns vor jeder Bid'a und Irrtum bewahrt. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu s-salihat wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.